Hallo, mein Name ist Kai Holstein, ich bin Geschäftsführer des E-Bike Store hier in Hamburg. Ich zeige heute wieder ein Rad aus der Schweiz. Ein sehr populärer Hersteller, die Firma Flyer Bitec in Huttwil in der Schweiz, baut seit ca. 18 Jahren Elektrofahrräder und ausschließlich Elektrofahrräder, nichts anderes. All die Jahre hat die Firma Flyer daran gearbeitet, gute Elektrofahrräder auf den Markt zu bringen, was natürlich sehr schwierig war, aber da die Schweiz Deutschland ein paar Jahre im Voraus ist, hat es gut funktioniert. Die meisten Flyer-Fahrräder sind in der Schweiz und in Österreich in der Vermietung, im Verleih unterwegs. Die Marke ist aber mittlerweile in Deutschland und Europa sehr, sehr populär. Man baut sehr gute, zuverlässige, robuste Elektrofahrräder. Das Flyer Easy, das ich heute vorstelle, ist ein mobiles, wendiges, sogenanntes Cityrad, das eine Unigröße in 45 cm Rahmengröße hat und das individuell für jedermann einsetzbar ist. Kleine 20 Zoll Räder, allerdings mit großem Felgendurchmesser, das heißt, man kann gut in der Stadt fahren, aber auch auf Feldwegen. Das Rad ist mit einer 8-Gang Shimano Nabenschaltung ausgerüstet, die wartungsarm und sehr bedienungsfreundlich ist. Da bei Flyer aber alle Räder konfigurierbar sind, kann man auch dieses Rad zum Beispiel mit einer Kettenschaltung bestellen oder zum Beispiel mit einer Dual-Drive-Schaltung von SRAM. Das ist eine Kombination aus Nabenschaltung und Kettenschaltung mit dann bis zu 27 Gang. Das Besondere bei den Flyer-Fahrrädern ist, dass jedes Rad als 25 km/h Rad bestellbar ist oder als schnelles Rad über 25 km/h. Dann ist es wieder zulassungspflichtig, versicherungspflichtig und führerscheinpflichtig. Aber man hat deutlich mehr Dynamität und gerade für Arbeitspendler sind diese Räder interessant, weil man höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten von bis zu 35 km/h in der Stadt fährt. Ich zeige mal, wie der Lithium-Ionen-Akku entnommen wird. Das ist relativ einfach. Das Rad wiegt 21 Kilo. Wenn ich den Akku rausnehme, ist es immer 3 Kilo leichter. Also sollte das Rad abends in den Keller getragen werden, ist es angenehm, vorher die Batterie zu entnehmen. Kurz kippen und rausziehen. Der Akku wiegt 3 Kilo. Und dadurch wird das Rad natürlich, wenn es getragen wird oder ins Auto gepackt wird, deutlich leichter, sodass man vorher immer den Akku entnehmen sollte. Das Ganze wird einfach wieder eingesetzt. Einmal kurz ruckeln, damit Sie sicher sind, dass das Rad bzw. der Akku verriegelt ist und nicht während der Fahrt rausfallen kann, was zumindest immer einmal geprüft wird, damit das Schloss richtig und sicher eingerastet ist. An diesem Rad kann man sehr gut sehen, die neuen populären hydraulischen Felgenbremsen, die immer öfter zum Einsatz kommen, gerade bei Elektrofahrrädern, die ja deutlich höhere Gewichte haben, ist es wichtig, dass sie ein gutes Bremssystem haben, die Bremsen nicht zu weich sind. Dieses Rad ist jetzt zusätzlich noch mit einer Rücktrittbremse ausgerüstet, was gerade in Deutschland immer noch sehr populär ist. Von daher ein sehr sicheres Rad mit der Rücktrittbremse und den hydraulischen Magura-Felgenbremsen dazu. Die Räder sind bei Flyer konfigurierbar. Das ist ein Rad mit einer einfachen Ausrüstung. Das Display ist einfach mit Knöpfen zu bedienen, zeigt die Batteriekapazität an und die Unterstützungsstufen. Auch das Licht schaltet man hierüber ein. Alternativ dazu gibt es in einer höheren Konfigurationsstufe ein LCD-Bedienelement mit Tacho, Kilometeranzeige, Modi wie Tageskilometer, Tourenkilometer, höchstgefahrene Geschwindigkeiten für die Kunden, die ein bisschen mehr Touren damit fahren wollen und mehr Informationen brauchen. Das kostet dann einen Aufpreis, lässt sich aber wie gesagt schon vor der Bestellung konfigurieren, sodass man nur das bestellt, was man tatsächlich an dem Fahrrad haben möchte. Das Rad ist dafür gedacht aufgrund der Reifengröße, dass es Stadtmobilität ist mit den kleinen 20 Zoll Rädern. Das heißt, Sie sind mobil und wendig in der Stadt unterwegs, wenn Sie mal eine längere Fahrradtour machen wollen mit 50 bis 80 Kilometer durchs Alpenvorland, werden Sie feststellen, dass diese Räder nicht ganz so bequem sind wie die größeren 26 oder 28 Zoll Räder. Die Sitzposition auf diesen etwas kleineren Rädern ist etwas unkomfortabler. Sie werden das im Rücken spüren, obwohl das Rad eine sehr gute Sattelfederung hat, die sogenannte Parallelogrammfederung, die nach hinten wegfedert, was sehr angenehm ist für den Rücken. Trotzdem für längere Touren über 50 Kilometer sind diese Räder in der Regel nicht so gut geeignet wie die Komfortfahrräder in 26 oder 28 Zoll.
Die Firma Flyer bietet an, diese Räder überall Probe zu fahren, wo es Flyer-Fahrräder im Fachhandel gibt. Das heißt, Sie können gerne zu Ihrem Händler gehen und auch mal sich einen halben Tag so ein Rad ausleihen. Dafür sind diese Testfahrräder da. Hier in Hamburg haben wir die Alster zur Verfügung. Wenn Sie in Hamburg testen, können Sie gerne um die Alster mal zwei Runden drehen und sind dann einen halben Tag damit unterwegs. Oder wo immer Sie Gelegenheit haben, ein Flyer-Fahrrad zu bekommen. Fahren Sie es mal länger als 10 Minuten, fahren Sie es mal mit und ohne Motorenunterstützung und suchen Sie sich einen schönen Tag dafür aus. Jetzt anschauen, weitere Videos zu aktuellen E-Bikes, außerdem Videos mit wertvollen Tipps rund ums E-Bike. Alle E-Bikes finden Sie natürlich auf unserer Website e-bikestore.de.